Vielleicht für diejenigen, die Metropolsuland nicht kennen, wir sind ein Netzwerk für erneuerbare Energien im Rhein-Neckar-Raum, 2006 gegründet, inzwischen eine bundesweite Organisation, zu Beginn 30 Mitglieder, heute sind wir etwa 350 Mitglieder, verteilt über die Republik, ein sehr schönes Netzwerk. Ja, heute ist ja, trage ich ja vor, auf Einladung von Ökostadt Rhein-Neckar und von der Volkshochschule in Mannheim. Und ich wollte, bevor ich zu den zentralen Inhalten von Toni Seba komme, wollte ich zunächst mal ein paar Denkmodelle oder Weltbilder ansprechen, die sehr dominant in der öffentlichen Diskussion sind, auch um dann deutlich zu machen, wo der Unterschied, der wesentliche Unterschied zum Weltbild und zum Denken von Toni Seba ist, der bis heute zwar bei dem einen oder anderen dessen Denken angekommen ist, also wir haben die saubere Revolution Ende 2017 veröffentlicht, inzwischen 3000 Exemplare verkauft, wir drucken gerade nach. Trotzdem sind die Botschaften von Toni Seba, die wirklich zentral sind, bis heute nicht in der breiten öffentlichen Diskussion zum Thema Energie und Klima in Deutschland angekommen. Wovon wird die Diskussion dominiert? Erstes Bild. Eine ganz dominante Erzählung in der Diskussion sieht ungefähr so aus. Es ist schon schlecht und Klimakrise, wir werden alle sterben. Also es geht irgendwie bergab und dann geht die Diskussion noch darum, ob wir das noch irgendwie aufhalten können oder ob es dazu eigentlich schon zu spät ist. Schuld daran, an dieser Entwicklung, wird in der Regel dem traditionellen ökonomischen Modell gegeben, was ungefähr so aussieht. Wir haben Wachstum. Und zwar ungehemmt und unbegrenzt werden Ressourcen genutzt und Produkte produziert. Und dieses Wachstum ist also dafür verantwortlich, dass wir in die Klimakrise und überhaupt in die Krise der gesamten Ökosysteme reinlaufen. Und das, was dann auch als ein dominantes Muster ist, zu der Frage, wie soll man denn nun das Problem lösen, wie soll man mit dem Problem umgehen, ist zu sagen, naja, wir verbrauchen zu viel, wir sind verschwenderisch und wir müssen sparen. Also wir müssen hier mit den Verbräuchen runterkommen. Und das ist nun wirklich in der öffentlichen Diskussion um das Thema Energie und Klima ganz dominant. Also wir bekommen dann gesagt, wir müssen mit weniger Auto fahren, wir müssen mit kleineren Autos fahren. Die Verbrennungsmotoren, die müssen weniger verbrauchen. Wir müssen die Häuser dämmen, damit der fossile Öl- und Gasverbrauch gesenkt wird. Und da gibt es also eine ganze Fülle von Beispielen, die im Grunde diesem Grundmuster folgen. Wir müssen hier weniger, wir müssen sparen. Dann gibt es ein weiteres dominantes Modell in der öffentlichen Diskussion zur Frage, wie wir das Problem lösen sollen. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, das ist das Jahr 2020 und das ist das Jahr 2030, dann sind wir, was den Anteil der erneuerbaren Energien angeht, irgendwo hier im unteren Bereich. Und dann gibt es, sagt zum Beispiel die Bundesregierung, wir wollen jetzt im Jahr 2030 bei 65% Strom aus erneuerbaren Energien ankommen. Wir waren dieses Jahr ungefähr bei 50%, also so eine leichte Steigerung, aber eben weit davon entfernt, 100% erneuerbare Energien im Gesamtsystem zu haben. Der Anteil Strom im heutigen Energiesystem
macht ungefähr nur 20% aus. 80% ist Wärme und Mobilität. Die Wärme macht etwa 50%, Raumwärme und Prozesswärme in der Industrie. Und Mobilität ist etwa für 30% verantwortlich. Diejenigen, die auch von Verbänden, zum Beispiel vom Bundesverband Erneuerbare, die Bundesregierung für solche Pläne kritisieren und sagen, das ist längst nicht ausreichend, das ist nicht ambitioniert genug, die wollen dann, dass diese Kurve etwas stärker ansteigt. Also sie sagen dann, ja, wir brauchen 70 oder 80% Strom aus Erneuerbaren 2030. Aber es gibt bisher in der öffentlichen Diskussion, taucht dieses Thema 100% erneuerbare Energien im Gesamtsystem. Im Jahr 2030 ist im Wesentlichen kein Gegenstand öffentlicher Diskussion. Also einige haben sich mit der Jahreszahl von Klimaneutralität 2050 nach vorne bewegt und sagen jetzt, also 2035, Fridays for Future hat sich das auf die Fahnen geschrieben, auch weil jemand, der im Bereich erneuerbare Energien einigen bekannt ist, Volker Quaschning, das als Zahl, als noch mögliche, machbare, realistische Zahl ausgegeben hat. Aber wir sind inzwischen mit erfreulicherweise auch mit einigen anderen Organisationen der Meinung, wir können 100% Erneuerbare im Gesamtsystem 2030 erreichen und wir müssen das auch. Wir erreichen im Hintergrund, vor dem Hintergrund der dramatischen Krisen, die wir haben. Wie kommt man jetzt überhaupt dazu, so etwas in den Raum zu stellen, wenn doch alle anderen sagen, dass das so schnell nicht geht oder dass es vielleicht auch so schnell nicht nötig wäre? Und jetzt kommt eben die Betrachtung von Toni Seba ins Spiel. Und zwar mit dieser Kurve, ganz grob. Er sagt, so sehen im Prinzip bei Techniken, bei neuen Techniken praktisch immer die Kostenentwicklungen aus. Wir haben also erstmal hier sehr hohe Kosten, zum Beispiel bei der Photovoltaik hatten wir in Deutschland am Anfang 50 Cent die Kilowattstunde Einspeisevergütung nach dem Erneuerbaren Energiengesetz. Und dann ist im Laufe der Jahre sind die Kosten immer weiter runtergekommen und heute sind wir bei großen Anlagen in Deutschland bei 5 Cent die Kilowattstunde angekommen. Wenn man kleine Anlagen über die gesamte Lebensdauer rechnet, dann kann man auch argumentieren, dass man da so in der Größenordnung von 5 Cent die Kilowattstunde landet. Und das gilt eben nicht nur für die Photovoltaik, sondern das gilt auch für andere Techniken, die wichtig für den Umbau der Energieversorgung sind. So eine ähnliche Entwicklung haben wir bei der Elektromobilität, so eine Entwicklung haben wir bei Speichern und auch bei Sensoren und Massendaten, die wichtig sind, gerade für das autonome Fahren. Toni Seba sagt vorher, dass wir hat vor Jahren schon eben vorhergesagt, dass die Elektromobilität ganz schnell den Durchmarsch machen wird, aber nicht nur die Elektromobilität, die in den Kosten fällt, sondern auch das autonome Fahren. Beim autonomen Fahren, das kann nur funktionieren, wenn Sensoren rund um das Auto die Umgebung erfassen, Unmengen von Daten produzieren und diese Daten dann auch sehr schnell verarbeitet werden können, so dass das Auto sicher gesteuert werden kann. Warum ist das Thema autonomes Fahren so wichtig für den Umbau der gesamten Energieversorgung über das Thema Elektromobilität hinaus? Wenn Fahrzeuge sich autonom bewegen können, dann kommt man, sagt Toni Seba vorher, mit 20% der Fahrzeuge aus, weil ja heute die Fahrzeuge im Wesentlichen Stehzeuge sind. Wir werden dann auch eine Veränderung bekommen. Wir haben dann nicht mehr die alten Schubladen, da ist der private
Verkehr oder da ist zunächst mal zu Fuß gehen, Fahrrad fahren, dann kommt also der private Individualverkehr, dann kommt Carsharing und dann kommt der öffentliche Verkehr. Wenn das autonome Fahren kommt, dann funktionieren diese Schubladen nicht mehr. Dann werde ich zwar nicht mehr unbedingt selber ein Auto besitzen müssen oder ich brauche gar kein Auto mehr, aber ich kann es, es kommt dann eben bei mir vor die Tür gefahren, wenn ich es mit meinem Smartphone rufe und ich kann einsteigen und es kann dann von anderen weiter benutzt werden. Also ich habe da keinen privaten Besitz mehr, aber es ist auch nicht der heutige öffentliche Verkehr, wo dann ein Busfahrer nachts um 12 mit einem Fahrgast irgendwo über Land fährt, wo man sich ja auch fragen kann, ob das sinnvoll ist. Damit werden wir auch nie eine flächendeckende Versorgung mit öffentlichem Verkehr hinbekommen. Also diese Betrachtung von Tony Sema, er sagt, wir haben einfach diese extremen Kostenentwicklungen, Kostendegression in bestimmten Techniken. Und wir haben nicht nur eine Kostendegression, sondern wir haben der zweite wichtige Punkt ist, wir haben eine Technologiekonvergenz. Das heißt also, in einem Produkt versammeln sich Techniken, die vorher getrennt waren. Also wir hatten früher ein Telefon und mit dem Telefon konnte man telefonieren. Das hatte eine Wählscheibe und war in Deutschland entweder grau oder grün oder orange, glaube ich. Und ich weiß nicht, ich glaube, das waren die Farbvarianten, die es da gab. Und heute haben wir sowas, ein Smartphone. Dieses Smartphone hat eben nicht nur eine Telefonfunktion, sondern da ist eine Landkarte drin, damit kann ich Briefe schreiben kann das Wetter angucken, kann Filme anschauen. Also es hat eine Fülle von Funktionen, die das einzelne Produkt vorher nicht hatte. Der dritte Punkt, der entscheidend ist für die Durchsetzung von Techniken, sagt Tony Sema, sind die Geschäftsmodelle und die sind eigentlich entscheidend. Wenn wir heute ein Smartphone kaufen, dann bezahlen wir in der Regel nicht den vollen Preis für das Smartphone, sondern wir schließen einen Vertrag ab über 2 Jahre, zahlen vielleicht 1 Euro oder unter Umständen auch 100 oder 200 Euro ist an Anzahlung und alles andere wird über monatliche Ratenzahlungen abgewickelt. Also alles, was nach solchen Modellen funktioniert, hat dann eine große Chance, sich im Markt durchzusetzen. Und diese Entwicklungen werden regelmäßig systematisch unterschätzt. Einige werden sich vielleicht noch daran erinnern, wann ein solches Gerät zum ersten Mal gezeigt wurde. Das ist noch gar nicht wahnsinnig lange her, als Steve Jobs auf der Bühne stand und sagte, we call it iPhone. Das ist, meine ich, Anfang 2007 war das. Und die Durchsetzung dieser Technik ist eben rasant passiert. Wenn wir solche technisch-wirtschaftlichen Disruptionen haben, dann bekommen wir in der Durchsetzung im Markt eben nicht so eine Kurve, die also nach Masterplan und mit politischen Entscheidungen funktioniert, sondern das sieht dann eben so aus, dass wir solche S-Kurven bekommen. Also das heißt, wir haben eine flache Anfangsphase und die dauert manchmal auch sehr lange, dann entwickelt sich richtig explosiv und flacht am Ende wieder ab. Und so hat die Durchsetzung von Technik im Grunde in allen Bereichen funktioniert. Wenn man jetzt die letzten mehr als 100 Jahre zurückguckt, so hat das bei Autos funktioniert, bei Waschmaschinen, bei Telefonen. Das ist das Grundmuster für die Durchsetzung von Techniken. Und das Interessante ist, dass obwohl das nun wirklich gut belegt ist und diese Kurven im Lauf der Zeit sozusagen in der Grundform sind sie immer gleich geblieben, aber sie sind, was den zeitlichen Ablauf angeht, immer steiler geworden. Und obwohl das so ist,
wird das in der öffentlichen Diskussion völlig ausgeblendet. Also wir haben, ich war in den Jahren mit vielen anderen gemeinsam hier in den Jahren 2006 bis 2008, 2009, haben wir versucht, den Neubau eines Kohleblocks in Mannheim im Großkraftwerk zu verhindern. Und wir haben damals schon ganz überwiegend, obwohl wir also Toni Sebhahn noch nicht kannten, ökonomisch argumentiert. Und zwar gesagt, die erneuerbaren Energien werden so viel billiger werden, dass sie die Kohle dagegen wirtschaftlich schlicht und einfach keine Chance mehr. Und es gab damals im Rosengarten 2008 eine Bürgerversammlung, da waren über 1000 Leute im Saal. Und als ich damals auf der Bühne gesagt habe, da war der Solarstrom mit einer Vergütung von 35 Cent und der Steckdosenpreis für den Strom aus der Steckdose, der war vielleicht bei 20 Cent. Und als ich damals gesagt habe, der Preis für Photovoltaik wird innerhalb der nächsten 10 Jahre unter den Steckdosenpreis fallen, bin ich ausgelacht worden. Da hat das ganze Parkett hat mich ausgelacht für diese Aussage. Und die Argumentation war damals, baut diesen Block nicht, weil ihr wirtschaftlich nicht mehr mit erneuerbaren Energien konkurrenzfähig sein wird. Und jetzt gerade haben wir natürlich eine wunderbare Bestätigung, auch wenn die uns jetzt nichts mehr oder nur noch wenig bringt. Gerade jetzt in diesen Tagen ist ja bekannt gegeben worden, wie viel jetzt nach dem sogenannten Kohlekompromiss Kohlekraftwerke dafür bekommen sollen, dass sie jetzt abgeschaltet werden. Und das beruht im Grunde immer noch darauf, so zu tun, als seien diese Immobilien noch irgendetwas wert. Und diese Geschichte hat man natürlich auch noch versucht, möglichst lange hochzuhalten. Und in einem epischen Kampf am Hambacher Wald ging es dann darum, Kohle schneller abschalten. Und dann haben die gesagt, ja, also ihr müsst uns dann aber Geld geben, wenn wir diese tollen Kohlekraftwerke abschalten wollen. Aber Fakt ist, dass diese Kohlekraftwerke ja heute schon gar nicht mehr wirtschaftlich sind. Also man hätte sie einfach wirtschaftlich vor die Wand laufen lassen können. Nicht die Menschen, die dort arbeiten oder die Regionen. Da wäre ich absolut dafür gewesen, dass man dort Unterstützung für die Transformation gibt. Aber weil dieser wesentliche Punkt nicht verstanden worden ist, hat es aus meiner Sicht den völlig falschen Kampf um die Kohle gegeben. Man hätte schlicht und einfach sagen müssen, wir werfen euch kein Geld mehr hinterher, sondern wir bauen, wir vertrauen, wir geben den Weg frei für den Ausbau der Erneuerbaren, für den weiteren Ausbau der Erneuerbaren, die ohnehin jetzt viel günstiger sind. Und dort kommt eben eine Dynamik dann zum Tragen. Also ich habe ja vorhin die Argumentation erwähnt, die wir hatten schon damals beim Kohlekraftwerk. Und wenn man jetzt diese Entwicklung bei der Photovoltaik in den Stromgestehungskosten mal in Beziehung setzt zum Strompreis, der ist halt seit dem Jahr 2000 ist der irgendwie so angestiegen und irgendwann haben sich die Kurven geschnitten und Photovoltaik ist billiger geworden. Jetzt hat man im Jahr 2000 das Erneuerbare Energiengesetz eingeführt und dieses Erneuerbare Energiengesetz, die Förderung war dazu da, dass wir hier diese Differenz zwischen der teuren Photovoltaik und der vergleichsweise billigen Strom aus dem Netz, dass wir da was obendrauf zahlen, damit die Leute Photovoltaikanlagen bauen. Und das haben sie auch in großem Stil gemacht. Nur jetzt sind wir seit einigen Jahren schon hier unterhalb und jetzt erfüllt das Erneuerbare Energiengesetz eine ganz perverse Funktion, nämlich immer weitere Hürden und Belastungen für die erneuerbaren Energien aufzubauen, damit den Leuten gar nicht auffällt, dass sie inzwischen eigentlich viel billiger sind. Und das gilt eben zunehmend dann auch für die anderen Techniken, von denen ich vorhin gesprochen habe. Die werden schlicht und einfach in der Kostenkurve die Alternativen so stark unterlaufen,
dass die Alternativen, also die fossilen Alternativen, keine Chance haben. Das gilt für die Stromerzeugung. Photovoltaik ist heute weltweit die billigste Form der Energiebereitstellung. Und das gilt eben auch für die Elektromobilität. Wenn man heute Strom für 5 Cent aus einer Photovoltaikanlage bekommt und den in ein Elektroauto steckt, ohne dass irgendjemand zwischendrin noch die Hand hat und Steuern und Abgaben und sonst was versucht zu kassieren, dann kann ich bei einem Elektroauto, was 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer großzügig gerechnet braucht, dann kann ich im Prinzip für 1 Euro auf 100 Kilometer Spritkosten durch die Gegend fahren. Und damit kann ein Verbrennungsmotor niemals konkurrieren. Und wir sind bei der E-Mobilität noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Also das heißt, wir bekommen hier eine technisch-wirtschaftliche Disruption, die ist lange ausgeblendet worden. Im Bereich der Mobilität hat es ein Kartell zwischen den großen Autokonzernen, der Bundesregierung, dem Kraftfahrtbundesamt bekommen mit den Betrugsgeschichten, die Sie ja alle kennen. Und das ist also wirklich hochkriminelle Energie, die da reingelaufen ist. Und obwohl das passiert ist, ist die Elektromobilität inzwischen schlicht und einfach nicht mehr aufzuhalten. Photovoltaik, Speicher, die gleiche Dynamik. Und das ist das, was die Hoffnung gibt, dass wir eben genau solche Ausbaukurven bekommen und dass wir die Chance haben, 2030 im Gesamtsystem bei 100% erneuerbaren Energien zu sein. Diese Entwicklungen werden immer unterschätzt, systematisch unterschätzt, und sie werden gerade von denjenigen unterschätzt, die die Experten des alten Systems sind, weil die sich das nicht vorstellen können. Also hier auch nochmal diese Anekdote, wie das ja besonders gut verdeutlicht, wie so eine Dynamik funktioniert. Von der Erfindung des Schachspiels, der Erfinder des Schachspiels, der dann zum indischen König gegangen ist, ihm das präsentiert hat, und der König war begeistert, hat gesagt, was möchtest du für einen Lohn? Dann hat er gesagt, gar nicht viel, der Mann, und sagte, ich möchte nur auf das erste Feld ein Reiskorn, dann 2, 4, 8, 16, 32 und so weiter. Der König dachte, das ist ein bescheidener Mann, bis ihm jemand erklärt hat, dass die Reisernte des indischen Königreichs nicht ausreichen würde, um ihn auszuzahlen, weil einfach diese Dynamik und die Zahlen dann so groß werden. Und genau eine solche Dynamik brauchen wir in allen Bereichen, die eine Lösung uns bieten für Energie und Klima. Jetzt mache ich einen Sprung zu einem Papier, was im Grunde auch auf den Grundgedanken aufbaut, die in der sauberen Revolution drin sind. Das Papier heißt Solarstrategie, und dort kommt auch einiges drin vor, was sich auf dieses alte Buch von Hermann Scheer, Sonnenstrategie von 1993, stützt, wo schon wirklich bemerkenswerte Dinge drin standen. Da könnte man heute noch seitenweise daraus zitieren. Wir müssen, wenn wir das Energie- und Klimaproblem innerhalb der nächsten 10 Jahre lösen wollen, dann müssen wir dorthin gucken, wo wirklich die Lösungen sind. Und das Erste ist, dass wir uns dem wichtigsten Lösungsbaustein zuwenden. Das ist, dieser Lösungsbaustein ist für viele immer noch ein Rätsel, die Frage, wo kommt unsere Energie her? Das ist die Sonne, das ist die Erde, Durchmesser 1 zu 109. Die Sonne wird uns mehrere Milliarden Jahre erhalten bleiben. Sie schickt in einer Stunde so viel Energie auf die Erde wie im Jahr insgesamt an atomaren und fossilen Energien genutzt wird. Und es ist also eine unvorstellbar große und auch unvorstellbar langlebige Energiequelle. Die enorme Energie der Sonne kommt in den Energiestatistiken nicht vor, weil dort nur über das erfasst wird, was bezahlt über den Tisch geht. Wir sind heute schon zu 99% Solar versorgt, wenn man im Kopf die Sonne ausschaltet, dann fallen hier ganz schnell
die Temperaturen auf deutlich unter minus 200 Grad. Zur Langlebigkeit der Sonne gab es einen Running Gag in den Vorträgen von Hermann Scheer, der eben sagte, das Sonnensystem wird noch mehrere Milliarden Jahre halten, nach den Erkenntnissen der Astrophysiker, nicht der Astrologen. Und jemand aus dem Publikum, wie er dann erzählte, fragte irgendwann, haben Sie gerade gesagt Millionen oder Milliarden? Und da sagte er Milliarden und dann meinte der andere, da bin ich aber beruhigt. Also wir haben hier wirklich eine extrem verlässliche Energiequelle, die uns enorme Mengen an Energie auf die Erde liefert. Und wir haben auch die Techniken, um diese Energie zu nutzen. Und die Photovoltaik ist inzwischen einfach die billigste Möglichkeit. Wenn man jetzt nochmal anguckt, was brauchen wir denn eigentlich an Flächen oder was kommt denn auf die Fläche runter, wenn Sie sich vorstellen, dass das hier ein Quadratmeter in Deutschland ist, auf diesen einen Quadratmeter kommen in Deutschland umgerechnet 100 Liter Öl, 1000 Kilowattstunden, das sind Kilowattstunden in Liter Öl ungefähr 1 zu 10 ist die Umrechnung, also 100 Liter Öl kommen hier auf einen Quadratmeter runter und wenn Sie das mit Photovoltaik nutzen, also eine der kleinsten Möglichkeiten, sowas zu nutzen, ist so ein Stecker, so ein kleines Solarladegerät mit einem USB-Anschluss, damit können Sie ein Handy laden. Und wenn Sie also das mit Photovoltaik für den Quadratmeter belegen, dann können Sie mit dem Strom, der im Jahr rauskommt, 1000 Kilometer elektrisch Auto fahren. Also ist eine wirklich unglaubliche Möglichkeit, unsere Energieversorgung umzustellen. Wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, das wäre hier die Fläche von Deutschland, 600 Kilometer auf 600 Kilometer, dann wäre im Moment ungefähr so viel, also 52 Gigawatt, wenn man das jetzt mal als Freiflächenanlage sich vorstellt, oder eben auf Dachflächen, wo es drauf ist, 52 Gigawatt sind installiert und wenn wir den gesamten Endenergiebedarf in Deutschland abdecken wollten, dann bräuchten wir ungefähr so eine Fläche. Dazu muss man als Vergleich sehen, das ist nicht viel mehr als die Fläche, auf der wir heute in Deutschland Energiepflanzen anbauen, was hochgradig ineffizient ist. Letztes Bild, in dem nochmal zusammengefasst ist, was eigentlich der Kern der Energiewende ist. Und zwar, hier ist die Sonne und hier ist das Haus. Und die Frage ist, wie kommt die Sonne ins Haus? Der fossile Weg sieht so aus, die Sonne scheint auf Pflanzen und Tiere, die fallen irgendwann tot um, versinken im Boden. Dann wartet man ein paar Millionen Jahre, ein multinationaler Konzern holt sie wieder raus, fährt sie einmal um die halbe Erde, steckt sie irgendwo in Kraftwerk, Turbine, Generator, Stromnetz und schon ist es im Haus. Und das hier ist die Sonne, mein Modul und ich. Und da können Sie jetzt hier noch einen Speicher reinhängen und ein E-Mobil. Und das, worin die Energiewende besteht, ist im Grunde von diesem Weg, wo Sie multinationale Konzerne, wo Sie Kriege und Zerstörung aller Art drin haben, von dieser Seite auf diese Seite rüberzugehen. Hier steckt im Grunde alles drinne, was wir für den Umbau unseres Energie- und Mobilitätssystems brauchen. Wir müssen die Energie aus der Sonne gewinnen und wir gewinnen sie mit einem Modul viel effizienter, als es über Bioenergie funktioniert, die hier am Anfang der Kette steht. Eine Pflanze, eine normale Pflanze, holt aus einem Liter von den 100 Litern, holt von den 100 Litern, die auf den Quadratmeter kommen, etwa einen Liter raus. Das Solarmodul holt etwa 20 Liter raus. Selbst wenn Sie hier beim Speichern die Hälfte verlieren würden, auch bei Langzeitspeicherung, hätten Sie immer noch 10 von den 100 Litern übrig. Sie brauchen die Energiegewinnung. Sie müssen die Gebäude
umstellen. Also Sie müssen die Gebäudewärme anders organisieren. Das heißt, ganz einfach, die fossile Heizung muss raus und die Heizung, die Wärmepumpe in Kombination mit Infrarot, also eine strombasierte Heizung, muss rein. Sie brauchen einen Schwankungsausgleich, kurz-, mittel-, langfristig, je nachdem, wie Sie das Gesamtsystem organisieren und auch wie viel Sie hier noch nebendran an Windkraft haben. Da will ich nicht zu sehr ins Detail gehen. Und dann müssen Sie die Mobilität umstellen. Das heißt, Sie müssen vom Verbrennungsmotor weg und hin zur batterieelektrischen Mobilität. Alles, was wir heute an vermeintlichen Alternativen angeboten bekommen bei der Mobilität, da wird den Leuten nur Rauch in die Augen geblasen. Also wenn gesagt wird, wir sollten das mit Wasserstoff machen, wir sollten Brennstoffzellen und Wasserstoff, dann ist die Frage, wo soll dieser Wasserstoff herkommen? Und die günstigste Möglichkeit, heute Wasserstoff zu gewinnen, ist aus Erdgas. Das heißt, die Wasserstoffstrategie bedeutet faktisch eine versteckte Erdgasstrategie. Wenn Sie den Wasserstoff hier gewinnen wollen, dann haben Sie Umwandlungsverluste erstmal, wenn Sie den aus Sonne oder Wind gewinnen. Und dann haben Sie nochmal weitere Umwandlungsverluste, wenn Sie es dann wieder im Motor einsetzen. Wenn Ihnen jemand sagt, Wasserstoff ist die Zukunft der Mobilität, dann fragen Sie ihn einfach, wie viel Quadratmeter Solar brauchen Sie, um damit 1000 Kilometer Auto zu fahren. Und dann wird relativ schnell klar, wie ineffizient das ist. Genauso im Grunde das gleiche Spiel bei E-Fuels. Also hier, wie gesagt, ist die ganze Energiewende drin, das, was wir brauchen. Und Toni Seba sagt auch, das wird die Zukunft sein, sind lokale, zellulare Systeme, wo die Energie vor Ort gewonnen und genutzt wird. Und das ist eben viel effizienter als zentralistische Systeme. Wir haben hier in der Kostenentwicklung erlebt, dass Photovoltaik zunächst mal unter den Steckdosenpreis gefallen ist und jetzt inzwischen weit drunter liegt. Wir kommen in die Situation zunehmend, dass Photovoltaik oder auch Wind, den wir vor Ort nutzen, in der Gewinnung so viel billiger wird, dass sie in Kombination mit der Speicherung irgendwann billiger ist als die reinen Netzkosten. Und dann gibt es überhaupt keine Begründung mehr, Energie irgendwo von weit her zu holen. Die einzige Begründung, um Energie von weit her zu holen, oder es gäbe zwei Gründe, Energie von weit her zu holen. Das eine wäre, dass man sagt, wir haben hier vor Ort nicht genug. Punkt eins. Und Punkt zwei wäre, dass es um so vieles günstiger wäre, diese Energie irgendwo anders herzuholen, weil man sie woanders viel günstiger gewinnen kann, dass der Transportaufwand, den man zwischendrin hat, das rechtfertigen würde. Das ist aber nicht so. Wenn man heute in Deutschland für weniger als 5 Cent die Kilowattstunde Photovoltaikstrom produzieren kann, dann ist der Kostenvorteil gegenüber Nordafrika oder Chile oder sonst wo nicht so groß, dass man mit der Differenz die Transportkosten finanzieren kann. Es ist nur der Versuch von Konzernen, zu sagen, hier wieder auf den alten Weg zu kommen, wo sie die Kontrolle haben, wo sie über Netze, über die Transportwege, über die komplizierte Technik die Kontrolle haben. Wir brauchen die Energiegewinnung vor Ort, die Wärmepumpe Infrarot im Gebäude, den Speicher und die E-Mobilität und dann haben wir im Grunde die gesamte Energiewende. Ich möchte zum Abschluss jetzt nicht aus dem Buch von Toni Seba was vorlesen, sondern aus dem Buch von Hermann Scheer. Der letzte Absatz aus diesem Buch von 1993, den ich wirklich gut und bemerkenswert finde. Ein Friedensvertrag der Menschheit mit der Natur ist ohne eine globale Sonnenenergiewirtschaft nicht möglich. Wir stehen so sehr unter Zeitdruck, und wir haben andererseits die Chancen einer Sonnenstrategie so greifbar vor uns, dass wir die menschenverachtenden Verschleppungsmethoden derjenigen, die nicht tun, was sie wissen, nicht mehr hinnehmen werden. Für die Gewinnung der Energie des Volkes ist eine Mobilisierung der Energien des Volkes nötig, eine Sonnenenergierevolution. Dazu gibt es keine politische Alternative.
Und das vielleicht noch als letzte Bemerkung, eine wesentliche Aussage, und damit kehre ich eben doch nochmal zurück zu dem Buch von Tony Seba, ist, dass er sagt, die Dynamik, die hier drin steckt, ist so enorm, dass sie von Regierungen nicht mehr aufgehalten werden kann. Also selbst wenn wir nicht mehr dauerhaft verhindert werden kann, das heißt, selbst wenn wir eine schlechte Politik haben, und wir haben im Moment eine ausgesprochen schlechte Politik, eine absolute Verhinderungspolitik für alles, was hier ist, selbst dann wird die Dynamik dieser technisch-wirtschaftlichen Disruption nicht mehr grundsätzlich verhindert werden können. Und wie wir jetzt am Bau der Tesla-Fabrik in Grünheide sehen, hat der deutschen Automobilindustrie ihre ganze Lobbyarbeit und diese ganze Kartellbildung letztlich nichts genützt. Sie müssen jetzt auf Elektromobilität in Rekordzeit umschwenken. Und ob sie das erfolgreich hinbekommen werden, steht noch in den Sternen. Das ist natürlich eine problematische Aussage für die wirtschaftliche Situation in Deutschland. Eine positive Aussage, die wir auch im Solarstrategiepapier machen, ist, die Leute, die dort ihren Job verlieren, werden wir alle brauchen, um die Energieversorgung in den nächsten 10 Jahren umzubauen, um die ganzen Solaranlagen zu installieren, um die Heizungen auszuwechseln. Also da gibt es genügend für alle zu tun. An dieser Stelle mache ich einen Punkt. Vielen Dank. Und